Wenn du selbstständig bist und so viel zu tun hast, dass du die Arbeit nicht mehr alleine schaffst, ist vielleicht die Zeit gekommen, einen Mitarbeiter einzustellen. Welche Schritte du erledigen musst, um Arbeitgeber zu werden, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ehrlicherweise ist der Prozess des Arbeitgeberwerdens, also du wirst zum Arbeitgeber und hast Mitarbeiter, der ist in Deutschland ein bürokratischer Albtraum. Ich selbst bin und war viele Jahre selbstständig und ich habe ehrlicherweise noch nie was Komplizierteres gemacht, als mich als Arbeitgeber zu registrieren. Da sind unglaublich viele unterschiedliche Ämter und Behörden involviert, du musst an wahnsinnig viele Dinge denken und man wird in der Regel auch allein gelassen. Also es gibt wenig Informationen oder keine Anlaufstelle, die dir sagt, was du jetzt genau tun musst. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme jetzt einfach mal eine grobe Schritt-für-Schritt-Anleitung auf, wo ich die groben Phasen des Arbeitgeberwerdens beschreibe, damit du so einen roten Faden für diesen Prozess hast. Der erste Schritt ist es, den Mitarbeiter zu finden. Du bist ja selbstständig, hast eine ganze Menge Dinge zu erledigen und musst dir als erstes natürlich Gedanken machen, welche deiner Aufgaben würdest du eigentlich gerne abgeben. Das heißt, du musst dir Gedanken machen um die Aufgaben und über das Profil deines Mitarbeiters. Das heißt, wen suchst du da eigentlich? Und dann musst du diese Person finden. Das heißt, du schaltest Jobanzeigen oder fragst in deinem Netzwerk oder aber du arbeitest heute schon mit freien Mitarbeitern zusammen und könntest dir vorstellen, dass du diese Mitarbeiter in Zukunft einstellen möchtest. Das heißt, du hast jetzt erstmal eine grobe Vorstellung davon, was erledigt werden soll und hast einen Kandidaten oder eine Kandidatin, die in Zukunft diese Aufgaben erledigen kann. Der nächste Schritt, also der zweite Schritt, ist das Aufsetzen des Arbeitsvertrages. Da gibt es einige Vorlagen im Internet. Ich kann dir da vor allen Dingen die Webseiten der IHK ans Herz legen. Da gibt es Vorlagen für Arbeitsverträge, die du auch bedenkenlos nehmen kannst. Das heißt, du musst dir jetzt nicht von einem Anwalt einen individuellen Arbeitsvertrag schreiben lassen. Du kannst da einfach eine Vorlage nehmen, die du anpassen kannst. Das reicht vollkommen aus. Und dann musst du dich mit deinem Mitarbeiter zusammensetzen und dich auf die Vertragsrahmendaten einigen. Wie lange soll gearbeitet werden? Ist das eine Vollzeitanstellung? Teilzeitanstellung und wie viel Gehalt soll gezahlt werden, was ist die Tätigkeit, wie viele Urlaubstage möchtest du gewähren und so weiter. Das sind all die Dinge, die in einem Arbeitsvertrag geregelt sein sollten und wenn du eine Vorlage nimmst, dann sind das auch genau die Dinge, die du da noch eintragen musst und da müsst ihr euch natürlich erstmal einigen. Das heißt, du musst dich mit deinem zukünftigen Mitarbeiter erstmal auf die Vertragsdetails einigen und dann hast du diesen Schritt erledigt. Im nächsten Schritt, also im dritten Schritt, steht ein wahrer Behördenmarathon an. Und zwar gibt es eine ganze Reihe an Institutionen und Behörden, die informiert werden müssen und wo du neue Nummern brauchst. Als erstes möchte ich da das Finanzamt nennen. Beim Finanzamt muss das Signal für die Lohnsteuer freigeschalten werden, weil du in Zukunft nicht nur Einkommensteuer, Umsatzsteuer und gegebenenfalls Gewerbesteuer zahlst, sondern auch Lohnsteuer. Die Lohnsteuer für deinen Mitarbeiter. Das heißt, du willst in Zukunft Lohnsteueranmeldungen machen und auch die Lohnsteuer abführen. Das kannst du aber nicht einfach so machen. Dafür muss das Signal freigeschalten werden. Um dieses Signal freizuschalten, reicht in der Regel eine einfache E-Mail. Wenn du dir aber unsicher bist, kannst du auch einfach mal zum Hörer greifen und beim Finanzamt anrufen und dann wird dir der oder die Sachbearbeiterin schon genau sagen, was du da genau machen musst, damit dieses Lohnsteuersignal freigeschalten wird. Es ist nämlich wichtig, dass du das machst, weil ohne dieses Signal kannst du keine monatlichen Gehaltsabrechnungen für deinen Mitarbeiter erstellen. Außerdem musst du dich bei der Bundesagentur für Arbeit anmelden. Und das musst du auch machen, selbst wenn du deinen Mitarbeiter nicht von der Bundesagentur für Arbeit bekommst. Denn du bekommst von der Bundesagentur für Arbeit eine Betriebsnummer. Und diese Betriebsnummer, die brauchst du, um Mitarbeiter in Deutschland beschäftigen zu können. Wie du diese Nummer ganz konkret beantragen kannst, dazu habe ich auch schon mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt. Das Video verlinke ich dir einmal oben rechts. Das musst du ganz am Anfang auf jeden Fall einmal machen. Für den zweiten, dritten, vierten Mitarbeiter wird das dann einfacher, weil du diese Betriebsnummer ja schon hast. Außerdem muss die Berufsgenossenschaft informiert werden. Die Berufsgenossenschaft ist die gesetzliche Unfallversicherung und da musst du Mitglied sein. Das heißt, auch da bekommst du eine Mitgliedsnummer, die brauchst du unbedingt, um Mitarbeiter anzustellen. Ich kann dir allerdings nicht pauschal sagen, welche Berufsgenossenschaft für dich zuständig ist. Es gibt mehrere unterschiedliche Berufsgenossenschaften und welche für dich zuständig ist, ist abhängig davon, in welcher Branche du aktiv bist und welche Tätigkeiten du ausübst. Das heißt, da musst du einmal googeln, da gibt es unterschiedliche Kataloge und so kannst du herausfinden, welche Berufsgenossenschaft für dich zuständig ist. Die wird zwar auch irgendwie informiert, wenn du dich jetzt als Arbeitgeber anmeldest, aber da es in diesem Prozess des Arbeitgeberwerdens auch ein bisschen um Zeit geht, weil du ja möchtest, dass dein Mitarbeiter anfängt, würde ich dir immer empfehlen, dass du die Berufsgenossenschaft auch proaktiv kontaktierst. Außerdem solltest du weitere Institutionen nicht vergessen, wie zum Beispiel deine
Berufshaftpflichtversicherung. Wenn du eine Berufshaftpflichtversicherung haben solltest, sind ja Vermögensschäden abgesichert, die du eventuell beim Kunden verursachst. Und das gilt natürlich im Augenblick für deine Tätigkeit. Wenn du jetzt Mitarbeiter einstellst, dann werden diese Mitarbeiter ja auch Aufgaben übernehmen. Und du möchtest ja, dass potenzielle Schäden, die durch die Arbeit deines Mitarbeiters entstehen, auch irgendwie abgedeckt sind. Und da solltest du zumindest mal mit deiner Versicherung abklären, ob das auch der Fall ist. Wenn nicht, dann musst du eventuell den Versicherungsschutz erweitern. Der vierte Schritt ist ehrlicherweise kein wirklich eigener Schritt, sondern eher das Ergebnis aus dem dritten Schritt. Und zwar brauchst du am Ende von diesem Behördenmarathon eine ganze Reihe an Nummern, bevor du irgendwie anfangen kannst, als Arbeitgeber tätig zu sein. Und zwar brauchst du als erstes eine Steuernummer, unter der du auch die Lohnsteuer anmelden kannst. Du brauchst die Betriebsnummer von der Bundesagentur für Arbeit. Du brauchst die Unternehmensnummer von der Berufsgenossenschaft. Erst wenn du diese drei Nummern hast, kannst du tatsächlich die nächsten Schritte erledigen. Im fünften Schritt brauchst du nochmal weitere Informationen von deinem Arbeitnehmer. Diese Informationen kannst du natürlich auch vorher schon mal abfragen, aber du brauchst sie erst jetzt in diesem Schritt. Und zwar geht es da vor allem um die Sozialversicherungsnummer und die Zugehörigkeit zur Krankenkasse. Also bei welcher Krankenkasse ist dein Mitarbeiter? Mit diesen Informationen und den Nummern, die du im Schritt vorher beantragt hast, kannst du nämlich eine ganze Reihe an Informationen über deinen Mitarbeiter abrufen. Zum Beispiel die Lohnsteuermerkmale. Das sind zum Beispiel die Steuerklasse oder aber irgendwelche Freibeträge, die du berücksichtigen musst in der monatlichen Gehaltsabrechnung. Du musst ja monatlich irgendwelche Gehaltsabrechnungen für deinen Mitarbeiter erstellen und dafür musst du natürlich wissen, ob da irgendwelche Kinderfreibeträge berücksichtigt werden können. Und diese Informationen kannst du da einfach abrufen. Die ganzen Sozialversicherungen, die führst du übrigens gebündelt an die Krankenkasse ab. Das heißt, die Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung und so weiter. Dieses ganze Geld geht in einem Betrag an die Krankenkasse und die Krankenkasse kümmert sich dann darum, dass diese Gelder verteilt werden und in den richtigen Töpfen landen. Du als Arbeitgeber hast nur Kontakt mit der Krankenversicherung, überweist den ganzen Betrag an die Krankenversicherung und deswegen brauchst du natürlich auch die Information, in welcher Krankenkasse dein Arbeitnehmer ist. Den sechsten Schritt musst du nicht zwingend erledigen oder ich würde mal sagen, den musst du schon zwingend erledigen, wenn das auf dich zutrifft, aber nicht jeder muss ihn erledigen. Und zwar ist das so, wenn du dich das erste Mal als Arbeitgeber anmeldest bei der Berufsgenossenschaft, also bei der gesetzlichen Unfallversicherung, dann musst du unter Umständen eine Schulung zur Arbeitssicherheit durchführen. Das heißt, du musst erstmal lernen, was ist eigentlich Arbeitssicherheit, worauf musst du achten, welche Anforderungen hast du und so weiter. Es kann sein, dass wenn du dich anmeldest bei der Berufsgenossenschaft, dass du anschließend die Aufforderung bekommst, eine solche Schulung zu besuchen. Das ist nicht immer der Fall und wenn du keine Aufforderung bekommst, dann musst du das auch nicht proaktiv anstoßen, dann brauchst du es einfach nicht machen. Wenn die Berufsgenossenschaft das aber von dir möchte, dann musst du diese Schulung besuchen. Nach dem sechsten Schritt bist du offiziell Arbeitgeber, aber damit bist du noch nicht komplett mit deinem Job erledigt, weil es gibt noch einen siebten Schritt und diesen siebten Schritt musst du jeden Monat erledigen und zwar musst du jeden Monat Gehaltsabrechnung erstellen. Du musst das Geld an den Mitarbeiter auszahlen, die Sozialversicherung an die Krankenkasse und die Lohnsteuer an das Finanzamt. Und du musst natürlich auch auf dem Laufenden bleiben. Es gibt regelmäßig Änderungen beim Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht oder aber auch Lohnsteuerrecht. Und es gibt auch immer mal wieder Änderungen, wie zum Beispiel beim Mindestlohn oder Jugendarbeitsschutz oder sowas wie die Energiepreispauschale, die über die Arbeitgeber ausgezahlt wurde. Als Arbeitgeber ist es deine Verpflichtung, da auf dem Laufenden zu bleiben und das Ganze immer zu überprüfen, bevor du einmal im Monat die Gehaltsabrechnung machst. Ich hoffe, mit diesem Video hast du so einen groben Fahrplan auf dem Weg zum Arbeitgeber. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du als Selbstständiger Hilfe mit deiner Buchhaltung und deinen Steuererklärungen brauchst, dann schau dir doch mal unser Angebot an. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und helfen dir gerne weiter. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Kannst aber natürlich auch unseren Kanal abonnieren oder unsere weiteren Videos schauen. Wir veröffentlichen regelmäßig Videos rund um steuerrechtliche und buchhalterische Änderungen. Zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.